Moin, was geht, Jungs? Und heute zeige ich euch, wie ihr einen Waffenskin installieren könnt. Ihr müsst hier auf meinem Discord sein oder auf anderen, ist egal. Dann nehmt ihr euch einen Waffenskin, halt ihr die Renderer-Datei. Ihr habt hier die ganzen Dateien. Ihr braucht OpenIV. Ups, was hier genau Dateien. Jetzt geht ihr auf GTA 5, Windows. Und ihr müsst einfach einen neuen GTA-Ordner, wenn ihr da einfach aufgeklickt habt, einfach auf Ordner auswählen. Wie bei 5M. Dann hier geht ihr auf Update. Also Edit Mode erstmal, Admin Update. X64, die L-Packs. Ganz wichtig, ihr braucht immer Patch Day 8 NG, das ist immer ein bisschen weiter unten. Also bei jeder Waffe, Nahkampf, Nahkampf, alles. Das habe ich euch jetzt alles nicht gezeigt. Das ist ja die L-Packs, X64, Models, CDM, Weapons, RPF. So, das ziehen wir hier hoch, alle Dateien reinziehen, schließen. Und jetzt braucht ihr noch hier, warte, dieser PC. Desktop, ihr braucht ArchivFX. Jetzt geht ihr hier auf, dann geht ihr nochmal zurück. Dann braucht ihr die Weapon-RPF-Datei, tätet ihr hier unten bei ArchivFX rein. Dann Weapons-RPF zieht ihr in dieses ArchivFX ganz oben rein. Und dann drückt ihr Enter, zieht das wieder zurück. Dann müsst ihr das löschen. Also die Datei von ArchivFX. Jetzt geht ihr hier auf Patch Day 8 NG. Dann nehmt ihr die Datei, zieht die hier rein. Und dann zieht ihr das wieder in ArchivFX rein, Enter. Und zurückziehen, dann wieder die Datei löschen, dann müsstet ihr eigentlich alles wieder haben. Und ja, ciao. Kommt auf meinen Discord.